Der Morgen beginnt mit einer Handvoll Süßlupinen. Und nun gibt es einen Smoothie. Und zum Abend gibt es 2 Möhren und 4 Äpfel vom Lebegesund Versandhandel. Mir hat jemand ein Paket geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt, das Unpacking, aber ich habe mich total gefreut. Und deswegen gibt es jetzt ein richtig geile 2 Möhren und 4 Äpfel vom Lebegesund Versandhandel. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Und der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Und jetzt gibt es wieder Süßlupinsprossen. Ich greife da einfach ein paar mal rein. Keine Ahnung, vielleicht 100, 200 Gramm oder so, keine Ahnung. Und zum Abend gibt es wieder einen kleinen Salat. Meine Lieblingsschüssel. Mit frischem Grünkohl, frischer Petersilie und frischem Spinat, den ich gesponsert bekommen habe. Von einem von euch, der mir ein liebes Paket geschickt hat. Zum Frühstück gibt es halt keinen Smoothie, sondern ich habe mir hier diese Fleischbouletten gemacht von Raw Future. Die schmecken mega, mega gut. Ich verlinke euch auch nochmal sein Video zu dem Rezept. Die sind wirklich echt top. Und dazu gibt es den Rest von dem Grünkohl und anderen Sachen, Salat, den ich gestern gegessen habe. Das ist jetzt sozusagen mein herzhaftes Frühstück. Und jetzt gibt es wieder was Frisches, und zwar 2 Kaki. So, jetzt gibt es dann doch noch mal einen Smoothie. Und ich will noch mal zeigen, was so ein Grünzeug oft drin ist. Man sieht ja immer nur den vollgefüllt. Meistens unten Grünzeug drin, das ist so die Hälfte voller Sprossen. Heute habe ich das erste Mal auch Süßlupinsprossen mit reingetan. Ansonsten halt Alfalfa, Linsen und Mungbohnen. Und hier sind jetzt vom Grünkohl, was ich nicht verwertet habe für den Salat, die Stiele, die kommen auch einfach mit rein. Und das wurde dann halt weiter aufgefüllt noch mit Grünkohl, mit Himbeeren, mit Bananen und je nachdem, was halt alles da ist. Ich habe noch eine große Portion von den Süßlupinsprossen mit zu einem Freund genommen, das habe ich vergessen aufzunehmen. Und jetzt am Abend gibt es noch 4 von den Kakis. Genau, das war's. Zum Frühstück gibt es eine Kaki und dann 3 noch von diesen Rohkost Meatballs oder ja, wie auch immer, Fleischstücken, die ich mir gemacht habe. Und zum Morgen gibt es einen Smoothie. Zum Halbmorgen, sage ich mal. Ich habe ja schon eine Kaki und ein paar von diesen roh vegan Fleischstücken gegessen, aber jetzt gibt es einen Smoothie. Und jetzt gibt es wieder roh vegane Fleischstücke. So, ich esse hier jetzt ein paar Birnen, während sich mein weiblicher Gast hier eine leckere Kohlpfanne macht und da keine Rücksicht auf meine Bedürfnisse nimmt. Zum Morgen gibt es wieder einen Smoothie. Ich habe glücklicherweise den letzten Becher jetzt noch gerettet, weil ich es fast vergessen habe aufzunehmen. Ja, ich komme gerade vom Laufen und jetzt gönne ich mir mal ein riesengroßes Bananeneis. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Da sind ungefähr 10 gefrorene Bananen dazu, ganz viel Buchweizen. Also ungefähr so 1200 Kalorien, was ihr seht. Mit dem Smoothie mit 1200 Kalorien bin ich halt bei 2400 Kalorien. Aber das muss auch mal sein. Normalerweise mein Grundumsatz ungefähr 1800, aber mit 10 Kilometern jetzt gelaufen. Ich denke, naja, hast du Verschmerzen. Auf jeden Fall gibt es ein Monster Bananeneis.